Dieses heutige Spiel findet im Vitality Stadium statt. Liebe Zuschauer, aus dem ich Sie recht herzlich begrüße. Wolf Fuß und Frank Buschmann werden das Ganze wie gewohnt für Sie daheim kommentieren. Und bei uns geht es am heutigen Tage um ein Spiel aus der Premier League. Ich bin sicher, das wird ein tolles Spiel. Ein interessantes Ligaspiel natürlich, Wolf. Das sind zwei Mannschaften, die sich heute zeigen wollen, die sich zeigen müssen. Die Fans haben eine hohe Erwartungshaltung. Ich glaube, er könnte diese Partie wirklich an sich reißen. Er hat eine unglaubliche Ballbehandlung, macht immer wieder Spaß, dem zuzusehen. Bournemouth wählt heute diese Aufstellung. Wir sehen bei Ihnen heute ein klassisches 4-4-2. Klassisch deshalb, weil da tatsächlich zwei Viererketten aufgestellt sind. Häufig wird heute ja eher mit einer Raute gespielt oder in ganz anderen Formationen. Ich gucke mir das jetzt mal an. Thank you for attending Dean Court. Das ist die heutige Aufstellung der Gäste. Sie haben heute die etwas defensivere Variante gewählt. 5-3-2. Aber davon darf man sich natürlich nicht täuschen lassen. Bei Ballbesitz wird sich das ganz schnell verschieben. Die agieren dann nicht starr in der Fünferkette. Das wäre nicht modern. Und jetzt geht's los. Jefferson Lerma. King. Direkt wieder zurück. Philipp Billing. Ake. Rico. Ryan Fraser. Macht er gut. Ball an den kurzen Pfosten. Chance lebt. Da ist der Treffer. Tor Nummer 1 also in diesem Spiel. Früh setzen sie hier ein Zeichen. So kann es weitergehen. Und da machst du dann auch als Torwart irgendwann dann nichts mehr. Ja, den ersten kann er ja sogar noch halten, aber dann doch der Treffer. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. McGoldrick. Norwood. Weg ist der Ball. Ja, setzt gut den Körper ein. Norwood. Lis Mousset. Norwood am Ball. Hereingabe in die Mitte. Da kommt der Kopfball, aber gehalten vom Torhüter. Philipp Billing. Rico. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Norwood. Norwood am Ball. Und da ist der Ball wieder weg. Philipp Billing. King. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis.
Schöne Aktion. Das ist sein Spiel. Immer auf Höhe der Verteidiger. Wenn es gut geht, hat er freie Bahn. Aber hier war es abseits. Gut den Ball angenommen. Schön in Bedrängnis unter Kontrolle gebracht. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Wilson. Ballverlust. Norwood am Ball. Gute Aktion. Er hat Zeit. Jetzt eine gute Flanke. Ball draußen. Das gibt jetzt Eckball. Schlechte Hereingabe, bleibt hängen. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Schöner Einsatz, wichtig, dass sie da klären. Ja, könnte was werden. Wilson. Jetzt vielleicht der Vorstoß auf außen. Ake. Philipp Billing. Cook. Rico. Jefferson Lerma. Immer wieder diese schnellen Pässe. Sie arbeiten sich so langsam in Richtung. Jetzt vielleicht. Und so wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich. Ecke in die Mitte. Gute Chance für eine Flanke. Jefferson Lerma. Ake. Philipp Billing. Kein guter Pass. Weg ist der Ball. Norwood am Ball. Norwood. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. King. Jefferson Lerma. Ryan Fraser. Ja, da läuft der Ball sehr gut. Sie tun aktuell wenig für die Offensive. Aber sie müssen sie auch nicht zwingend. Und damit sind sie am Ball. Seine Zuspiele sind heute sehr genau. McGoldrick. Der Pass kommt an, da ist er heute extrem sicher. Fängt diesen Ball ab. Ballverlust. McGoldrick. Macht er gut. Tolles Zuspiel. Gefährlich. Gut aufgepasst. Die Flanke wurde abgeblockt. Jefferson Lerma. Philipp Billing. Ruhiger Spielaufbau. Das sieht gut aus. Wilson. Ryan Fraser. Rico. Philipp Billing. Sieht gut aus, was sie da. Joshua King. Brillant gemacht. Wunderbares Tor, Buschi. Herrlich rausgespielt. Kurze, präzise Pässe immer wieder. Und immer wieder diese Geduld. Das ist schon großartig.
Da war der Torhüter noch dran. Aber da ist zu viel Power hinter diesem Ball. Er hat letztlich keine Chance. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Ganz entspannte Mienen auch am Spielfeldrand. Die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. 2-0 steht hier. Sie machen einen guten Eindruck. Scheinbar alles im Griff. 2-0 zur Pause. Mal sehen, was sich im zweiten Durchgang noch tut. Richtig gute Partie heute von ihm. Über ihn läuft vieles heute. Das ist ein klasse Auftritt. Und einen Treffer hat er ja auch schon vorbereitet. Die Spieler sind zurück. Die zweite Hälfte beginnt. Der Ballverlust. Smith. Jefferson Lerma. King. Cook. Weg ist der Ball. Norwood. Sie haben Platz. Ball kommt rein. Das hätte gefährlich werden können. Kann er was draus machen? Kommt jetzt die Flanke rein? Verteidiger ist dazwischen. Der Einwurf könnte ihnen jetzt eine Chance einbringen. Da passt der Gegner auf, aber der Einwurf muss auch anders kommen. Rico. Das ist schon abgezockt, wie sie das machen mit dieser Führung im Rücken. Sie spielen sich den Ball hin und her und immer wieder diese kurzen, schnellen Pässe. Jefferson Lerma. Pass auf außen. Smith. Goslin. Wilson. Den spielt er wieder zurück. Jefferson Lerma. Schöner Spielaufbau jetzt. Klasse Pass. Jetzt vielleicht. Und er ist drin. Der Abschuss natürlich klasse, aber die Vorbereitung, die hatte es in sich. Sie bauen den Vorsprung hier weiter aus. Ein ganz starker Auftritt der Mannschaft. Sie spielen weiter nach vorne. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Ja, er kann wirklich hochzufrieden sein, hat seine Mannschaft richtig gut eingestellt. Sie zeigen eine Top-Leistung und führen daher auch in der Höhe verdient. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Norwood am Ball. Norwood. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. King. Jefferson Lerma. Smith. Wilson. Er spielt ihn zurück. Guter Doppelpass. Sie bekommen den Einwurf. So, Buschi, gibt einen Wechsel bei Bournemouth. Genau, neue Impulse sollen jetzt her von der Bank.
Norwood. Chance zur Flanke jetzt. Sie holen sich den Ball. Goslin. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Junior Stanislas. Kein Zweifel, das ist Freistoß. Es tut sich was an der Seitenlinie, Buschi. Hier gibt es jetzt den Wechsel. Ja, es soll noch mal ein neuer Impuls von der Bank kommen. So, er wird den Ball reinbringen. Und was kann daraus entstehen? Ganz souverän hier vom Torhüter. Jefferson Lerma. Goslin. King. Ryan Fraser. Schöne Kurzpässe hier. Sie haben es im Moment wirklich nicht eilig. Kein Wunder bei dem Spielstand. Callum Wilson holt sich den Ball im eigenen 16er. Ja, der Schuss jetzt. Der ist drin! Da kann er das Tor nicht verhindern, obwohl er noch dran war am Ball. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne noch mal aus einer anderen Perspektive an. Das sieht man auch nicht alle Tage. So ein eindeutiges Spiel. Sie haben wirklich alles im Griff. Norwood am Ball. Sander Berge. Er schirmt den Ball ab. Das sieht vielversprechend aus. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht. Klasse Aktion da. Klasse gehalten. Richtig stark gemacht. Verhindert hier ja den sicheren Treffer. Jetzt gibt es also einen Wechsel. Der Trainer erhofft sich natürlich, dass sich diese Umstellung jetzt positiv im Spiel bemerkbar macht. Sander Berge. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Ja, sie können erstmal klären. Gefährlich. Gute Aktion. Toller Pass. Und das ist der Ballverlust. Da holt er auch den Torhüter ins Spiel. Jefferson Lerma. 6 Minuten sind noch zu gehen. Das Passspiel gefällt mir gut heute. Ja, das machen sie richtig gut. Der Ball läuft schön. Sieht gefährlich aus. Geht er rein? Mit seinem Einsatz verhindert er, dass der Schuss aufs Tor geht. Norwood am Ball. Sander Berge. Ja, könnte was werden. Klasse Pass. Da geht er im Strafraum resolut dazwischen, aber gut gemacht. Kein Foul. Jefferson Lerma. Junior Stanislas. Reguläre Spielzeit ist vorbei. 3 Minuten Nachspielzeit. Packt der Unparteiische noch oben drauf. Kann er was draus machen? Sander Berge. Norwood. Das war der Schlusspfiff. Das Spiel ist beendet. Ich sag mal kurz und knapp, klare Angelegenheit. Ja, Wolf, dominantes Auftreten bis zum Schluss. Und so war der Sieg, wenn wir ehrlich sind, nie in Gefahr.
Das war heute eine überragende Vorstellung von ihm. Schöner Auftritt heute von ihm. Zwei Tore gemacht, gewonnen. Was will man mehr?